Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Sanctuary. Wir haben Leonard in der letzten Folge besiegt, was gar nicht mal so schwer war, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt geht's weiter durch die Unterwelt und wir sollen in eine neue Katakombe. Das machen wir gleich. Ihr seid nicht besonders hübsch. Oh, warte mal. Ist das die Katakombe oder da rechts? Jetzt bin ich verwirrt. Weil dann würde ich vielleicht doch erstmal nach rechts gehen. Oh, hier komme ich auch gar nicht durch, tatsächlich. Okay. Spannend. Dann gehe ich da erstmal nach rechts und gucke da weiter. Da oben. Ah, ich sehe schon. Okay. Moment. So. Gut, das war jetzt nicht so schwierig. Aber dann gehe ich doch erstmal nach rechts, wenn hier schon die Katakombe ist. Na, hier ist schon wieder so ein enger Gang irgendwo hin. Toll. Himbeere. Nehmen wir gerne mit. Ich will gerade so ein bisschen. Ich möchte gerne vorankommen. Deswegen ja, spare ich mir mal ein paar Monster. Das werde ich wahrscheinlich noch super bereuen, wenn wir auf die Fresse bekommen. Oh, gib auf, Eichemess. Du kannst nicht mehr fliehen. Ach, wie demütigend. Kannst du mich zumindest mit meinem Namen ansprechen? Du sprichst mit Valhalla vom uralten Orden der Eichemisten. Hey, Lenfir. Dieser Eichemist hat mir aufgelauert und mich zu einem Hüterduell herausgefordert. Vermutlich um meinem Spektralbegleiter zu stehen. Ich habe ihn natürlich besiegt. Jetzt sitzt er hier fest. Sollen wir ihn befragen? Ich weiß nicht, was dieser Narstanz oder der Verräter Rasis dir erzählt haben, aber von mir erfährst du nichts. Marduk ist verschlagen, nicht wahr? Ich denke, er würde jemandem wie dir sowieso nichts Wichtiges anvertrauen. Nun gut, ich sollte diesen Alchemisten zu den Zellen im Festungsdungeon bringen. Das heißt, es liegt an Leonard und dir, den Schlüssel der Macht zu finden. Viel Glück. Okay, eine Konkurrenz weniger. Seltsam, dass dieser Alchemist hier war, oder? Nur wir, Erik, Leonard und Julia wussten, dass die Tür zur Unterwelt offen ist. Die Alchemisten müssen irgendwie davon erfahren haben. Das bedeutet, dass sie uns auf der Spur sind. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, Landfair. Wir sollten äußerst vorsichtig sein. Ja, das sind wir. Großer Trank. Verdammt. Ah, okay, ich sehe schon da oben. Wir sind jetzt unter dem Eingang der Katakombe. Euch lasse ich mal eben. Ich weiß, dass ich die auch noch brauche. Die habe ich noch nicht gefangen bisher, aber ja, die rennen ja hier massenhaft rum. Drinnen würde ich dann wieder anfangen und Monster töten, aber hier draußen möchte ich gerade nicht. Wir sind ja levelmäßig auch gerade sehr gut dabei. Da können wir uns das mal ganz kurz erlauben, etwas weiter zu rennen. Ja, okay. Die kam so angerannt, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, tatsächlich. Oh, okay. Das habe ich da oben zugemacht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so klug war. Ich habe mich ja da oben noch gar nicht umgeschaut, ehrlich gesagt. Na gut, wir gehen erstmal da, wo wir hin können. Phönix-Serum. Da ist nix. Ich kann den Schalter ja auch nochmal zurücklegen. Oh, was ist mit seinen Augen los? Was? Okay, Fiesling. Ich meine, das hat uns jetzt nicht wirklich geschadet, aber hey. Wer war das? Ich gehe erstmal hier unten lang. Was war das gerade für ein Geräusch? Das klang, als wäre schon wieder irgendwas verschoben worden. Das wird ja witzig hier. Ständig irgendwas hin und her schieben. Nee. Okay, da werde ich so nicht hochkommen. Das muss ich nochmal wirklich schieben. Das wird sonst nichts, glaube ich. Ich könnte es ausprobieren, aber ich möchte gerade nicht, weil ich eher davon ausgehe, dass das nicht funktioniert. Hier komme ich nicht runter. Ich würde jetzt quasi einmal hier wieder rumlaufen. Ich denke, das ist es. Erstmal hier lang.
Das wird ja. Boah. Er hat schon keine Lust drauf hier. Wenn ich sehe, mit den ganzen Hin- und Herschieben. Dann lasse ich die Kämpfe wirklich mal. Aber das Problem ist, die Kämpfe sorgen natürlich dann dafür, dass das mehr Folgen werden. Und dann habe ich ein wenig Angst, dass ich einfach vergesse, wo was hingeschoben wurde. Ach du Kacke, hier ist ja auch. Oh Mist. Hier komme ich gar nicht lang. Ach so, ah, ich verstehe. Ja, kurzer Brainfart quasi. Gehirn war kurz weg. Ist ja ganz... Oh nein, ich komme nicht mehr raus. Was? Komme ich hier raus? Irgendwo muss ich rauskommen. Ach doch, hier komme ich raus. Okay, gut. Ah. Oh, guck mal, ein Greifer. Ach, ich komme hier hoch. Aha. Na gut, dass wir es gesehen haben. Merken wir uns mal. Wir können jederzeit also da hoch uns hochziehen lassen. Das muss ich mir... Oh Gott, ich hoffe, ich kann mir das merken. Das werde ich garantiert irgendwann vergessen, weil ich nehme ja nicht die ganze Zeit hintereinander weg auf. Da, ja. Ich hoffe, ich kann mich dann entsinnen. Ist die Frage, muss ich hier irgendeinen der Schalter betätigen? Wahrscheinlich. Helm 5? Wow, okay, das muss ich mir später dann mal angucken. So, das ist blöd mit euch. Das richtig? Oh, na gut, den Kampf nehmen wir jetzt mit. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut war, das zu verschieben. Wir brauchen auch beide. Also wir haben beide, glaube ich, noch nicht gefangen. Brauchen ist jetzt eine andere Sache, aber zumindest können wir so mitnehmen. Vielleicht sollte ich mir irgendwas malen oder aufschreiben nebenbei, um mir alles zu merken hier. Ich bin nicht ganz sicher, ob das sinnvoller wäre. Obwohl ich auch noch nicht ganz durchblicke, ehrlich gesagt. Wow. Das. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, Mensch. Nee. Machen wir es lieber so. Boah, die sind echt hässlich, oder? Also, was ist das überhaupt? So ein Frankenstein-Verschnitt? Hier mit einem Metallarm und oben per Strom betrieben? Ich weiß nicht. Ist ein bisschen, ja, nicht so hübsch. Bringt alles nicht so wirklich viel, aber wir können ja die Boss fabrizieren zumindest. Heilen war jetzt halt Quatsch an der Stelle. Okay, Schaden ist schon nett, ne? Also wenn man jetzt die im Team hätte, ich glaube... Boah. Aber optisch, also ich weiß nicht, ob ich so ein Viech gerne in meinem Team hätte, ehrlich gesagt. Die machen mir ein bisschen Angst. So ein kleines bisschen, so ein bisschen Ekelfaktor habe ich da, wenn ich die angucke. Ich glaube, die möchte ich nicht mitnehmen. Müsste ich nicht eigentlich, wenn ich die einmal mit Wasser drüber kippe, müssten die dann nicht einen Schlag bekommen oder so? Na okay, die kriegen die ganze Zeit einen Schlag. Also wahrscheinlich leben die davon, genau. Das würde wahrscheinlich gar nichts bringen. Oh Gott, jetzt komme ich echt mit dem Heilen hier langsam in die Bredouille. Hätte ich nicht gedacht. Na, wenn wir Glück haben. Und wir haben Glück. Sehr schön. 3 Sterne. Promethean-Ei. Okay. Na gut, dann brüten wir das mal aus. Gucken uns das an. Ja, könnten wir benutzen, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich den nennen soll. Lass es mal bei Promethean. Habe ich jetzt auch keine bessere Idee. Und was kann der? Aktiviert Bodenschalter. Erzeugt ein Felsenhindernis. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade gucken.
Nochmal. Oh, okay, der ist ein bisschen größer. Das ist gut. Das können wir tatsächlich benutzen, ne? Das ist das, was uns manchmal noch gefehlt hat, tatsächlich. War da noch ein Schalter? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, den jetzt nochmal zu betätigen. Aber theoretisch brauchen wir den Eingang nicht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas anderes brauchen. Was genau habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich sag ja, sobald man kämpft, verliert man so ein bisschen den Überblick, was hier eigentlich los ist. Ich würde mal nochmal hier oben schauen wollen. Nee, hier ist nichts anderes. Ah, ich sehe es. Welches war denn das mit dem entzündeten Fackeln? Ach schön. Weiß ich auch schon, wo wir brauchen. Wo wir das brauchen. Na, was war denn jetzt das? Was höher fliegen? Nein. Nein. Ah. Hier. Ach, das war die Arme. Nach oben bitte. Nein. Okay, ich bin noch nicht ganz. Ach so. Eine Kiste. Reinigungsstein. Ach, Reinigungsstein? Warte mal. Heißt das, wir könnten... Ach, tatsächlich. Wir können verschobene Monster wieder in die Neutrale bringen. Das habe ich doch schon mal gefragt, ne? Schön, dass das tatsächlich funktioniert. Hier hatten wir noch ein paar Kisten zum Aufmachen. Okay. Das ist ja cool. Gibt es hier noch mehr? Moment. Nee, scheinbar nicht. Sonst hätte das wahrscheinlich gemacht, ne? Ich kann es nicht... Warte mal, kann ich da hochfliegen? Ich glaube fast nicht. Vielleicht kann ich da später runterfallen oder so, aber hoch, glaube ich, komme ich da nicht. Aber interessant. Okay. Gerade bringt uns nichts. Ich müsste wirklich hier aufräumen, ne? Damit ich nicht immer im Weg stehen habe. Später. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte hier nochmal gucken. Wir müssen noch da hoch, ne? Da war ich, glaube ich, noch gar nicht gucken. Jetzt müssen wir noch mal hochkommen eigentlich und da hoch. Ich weiß nur gerade nicht, wie. Muss ich jetzt noch mal hier runter? Ah, das ist jetzt... Okay, jetzt wird es langsam nervig. Ich kann mir doch sowas nicht merken. Bringt mir das was? Ich muss ja... Warte mal, doch vielleicht... Habe ich ja das, aber kann ich jetzt hier rechts rum hoch? Dann wäre ich gerettet. Scheint zu gehen. Ohne Hindernisse. Okay. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Ah, schön. Schön, schön. Ja, doch. Macht schon alles Sinn hier. Ist auch nachvollziehbar soweit, tatsächlich. Hier wollte ich noch gar nicht hin. Sieht aus, als wäre das Leonard. Warum schleicht er hier rum? Ah, du bist's. Ich habe dich gar nicht bemerkt. War wohl in Gedanken. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass mein treuester Begleiter, mein Spektrallöwe, fort ist. Ich habe gegen einen der Alchemisten gekämpft und es war eine belastende Erfahrung. Dein Verlust tut uns leid, Leonard. Will ist dasselbe passiert. Aber das ist noch nicht alles. Weißt du, ich glaube, ich habe diesen Alchemisten erkannt. Er hat eine grinsende Maske getragen und sich Shimes genannt, aber das ist nicht sein richtiger Name. Ich glaube, sein echter Name ist Richard, mein älterer Bruder, der vor ein paar Jahren verschwunden ist. Drama. Was? Das muss ein ganz schöner Schock gewesen sein. Während des Kampfes war ich mir noch nicht sicher. Er hatte etwas äußerst Verstörendes an sich, aber das ist mir erst nach dem Kampf aufgefallen. Weißt du, da Richard der Ältere von uns beiden war, sollte er den Spektrallöwen bekommen. Er hatte schon in jungen Jahren sein erstes Monster ausgebrütet und sich schnell einen Namen als cleverer und talentierter Monsterhüter gemacht. Deswegen ist er so ein Arsch, ne? Ich meine, gut, das rechtfertigt jetzt nichts, aber der wollte wahrscheinlich... Der stand immer so ein bisschen im Schatten seines talentierten großen Bruders scheinbar. Jetzt will er sich halt einfach beweisen. Er wurde als Genie betrachtet, das eventuell sogar den Rang eines Hütermeisters erreichen könnte.
Doch wussten nur diejenigen, die ihm am nächsten waren, dass er auch eine dunkle Seite hatte. Er war zu ehrgeizig, jederzeit bereit, seine eigenen Monster zu opfern, wenn er dadurch ein Champion-Monster fangen und seinen Ruf verbessern konnte. Unsere Familie fürchtete, dass es so riskant war, ihm den Spektralbegleiter der Familie zu überlassen, dass es ihn noch weiter verderben könnte. Dass sie mich stattdessen als Spektralhüter auserwählt haben, hat ihm allerdings auch nicht geholfen. Er lief damals davon und niemand hat seitdem von ihm gehört, bis jetzt. Ich war immer stolz darauf, dass ich an seiner Stelle Spektralhüter wurde, aber tief in meinem Innern wusste ich, dass ich es nur den Umständen zu verdanken hatte. Jetzt gegen ihn zu verlieren, hat diese Ahnung bestätigt. Wie es scheint, hat Richard sich den Alchemisten angeschlossen, weil sie ihm das anboten, was ihm verwehrt worden war. Genau wie auch die Alchemisten selbst erlangen wollen, was sie als ihr Recht ansehen, ein Platz in der alten Welt. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, greifen sie auf List und Tücke zurück. Ist das wirklich das Vermächtnis, das sie der Welt hinterlassen wollen? Rasis hat uns gezeigt, dass sie mehr als das sein können. Wie dem auch sei, wir sollten vorsichtig bei Richard sein, oder wie er sich nennt, Scheims. Er hat bereits 2 Spektralbegleiter gestohlen. Das ist wahr. Das hat mir mehr als alles andere bewusst gemacht, wie ernst die Lage ist. Richard hat meinen Begleiter nicht nur aus persönlichen Gründen gestohlen. Da muss mehr dahinter stecken. Als er mich besiegte, sagte er etwas darüber, wie zufrieden ihr Anführer Marduk mit ihm sein würde. Das denke ich mir. Die gesamte Zuflucht ist an unsere Macht gebunden. Also ist es recht problematisch, dass wir ihr Ziel sind. Deswegen müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sie aufzuhalten. Nur weil ich gegen meinen Bruder verloren habe, heißt das nicht, dass ich aufgebe. Ich habe noch eine Menge starker Monster, um ein mächtiges Team aufzustellen. Ich werde stärker werden und beweisen, dass ich es verdient habe, ein Spektralhüter zu sein. Deine Entschlossenheit hast du es scheinbar nicht verloren. Das ist gut, Leonard. Für den Moment kannst du die Führung übernehmen. Ich werde noch etwas hierbleiben. Okay. Naja, gut. Eine kleine Rechtfertigung für arschiges Verhalten. Ich meine, er könnte sich trotzdem anders verhalten, aber naja. Wieder ein Wechselstein. Und hier. Ah, okay, wo auch immer der Haken jetzt herkam. Aber gut, er ist da. Hier nicht. Na gut. Ja, ist jetzt die Frage, erstmal zurückgehen, die Sachen noch einsammeln oder weitergehen? Wie sieht's denn aus? Hier, dann werden wir hier wahrscheinlich nicht so schnell eine Flamme wieder kriegen. Ich guck mal noch ein bisschen. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Ach so, hier sind wir schon wieder. Okay, na gut. Dann sind wir eh wieder drin, ne? Ah! So viel Zeit habe ich dann doch nicht. Ah, nein! Okay, gut. Das habe ich mir leider selbst verbaut. Ist okay. Wir können... nee. Anders. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Oh Gott. Nee, es funktioniert ja nicht. Nee, ich muss das wirklich frei machen wieder, ne? Fragt sich nur, was? Ich möchte ja nichts wegmachen, was ich gerade extra aktiviert habe. Das bringt mir überhaupt nichts. Hier kam ich ja gerade durch. Okay. Hier war kein Hebel, oder? Nee. Ich muss das wieder aufkriegen. Ist ja blöd. Will ich eigentlich gar nicht jetzt hier. Muss ich aber... Ich habe das ja extra gerade so schön hoch gemacht, aber ich komme jetzt anders hier leider nicht raus. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Weil das Ding dafür halt hoch müsste, hier. Jetzt müssen wir halt leider das deswegen hoch machen. Aber gut, wir gehen erstmal zum Dach, dann lassen wir das mit der Kiste jetzt erstmal sein. Oh, verdammt. Ameise, da haben wir so. Da oben waren, glaube ich, Monster, ne? Ich habe sie doch gesehen. Jetzt kommen wir hier oben lang, ne? Einfach nur. Oh, da ist sogar ein verschobenes Monsterchen. Hexerhut 5. Okay, wir haben sehr coole Items bekommen. Ich würde tatsächlich gerne das mit dem verschobenen Viech hier probieren. Ob wir das kriegen. Was habe ich hier jetzt eigentlich gemacht? Nichts? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt extra 2-mal gemacht, damit es wieder da ist. Okay, Leute. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge gucken. Also... Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gern Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye!